Hi Flo, herzlichen Glückwunsch zu deinem Doppelsieg mit Jonas Koller hier beim Nikolauslauf heute. Wie war es für dich heute? Ja, danke schön. Nee, war echt ganz angenehm zu laufen. War eine schöne Abwechslung einfach. Habe ja zuerst den Fünfer noch als Vorbelastung im Prinzip genommen. Wollte dann die 10 mit Jonas laufen, ihm eigentlich ein bisschen Tempo machen und habe mich dann kurzerhand ein bisschen umentschieden, gesagt, okay, steigst doch nicht aus, läufst es mit ihm durch und hat sich einfach sehr gut angefühlt. Wie geht es bei dir jetzt im Wettkampfkalender weiter? Was steht in der Hallensaison an oder machst du eine Hallensaison? Ich habe schon eine Hallensaison vor. Bei mir ist es ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt im letzten Semester. Ab Februar ist dann Staatsexamen für mich für fast ein halbes Jahr. Habe schon noch die Hallensaison vor. Werde mal sehen, was ich laufe. Karlsruhe steht auf dem Programm als sowohl eben als Meeting als auch dann die Deutschen und wenn es richtig gut läuft, vielleicht dann Ziel auch Hallen-Europameisterschaft. Wie schaut es in der europäischen Konkurrenz bei dir aus? Gut, ich muss erst mal sehen, worüber. An sich habe ich vor 3000 zu rennen. Da ist die Norm 7:54,5. Sollte machbar sein. Oder halt, ich bleibe dann doch bei meiner Standardstrecke wie draußen, auch bei 1500. Das denke ich, wird sich dann im Training noch ergeben. Du hast gerade gesagt, du schreibst Staatsexamen. Wie schaut es dann aus mit Crosslaufsaison, mit Trainingslager? Ja, Trainingslager gehen fast so gut wie gar nicht, weil man dann doch im Lernen und dann später im Prüfungsstress ist. Cross-Saison muss ich schauen. Das wird dann die Option sein, entweder Cross oder Hallen-EM, weil das leider auch an einem Wochenende ist. Ja, und dann muss man halt schauen, dass man irgendwie durch die Prüfungen kommt. Aber der Plan ist schon ein bisschen weiter zu trainieren, sodass im Sommer dann Wettkämpfe wieder machbar sind. Das auf jeden Fall, um einfach, sag ich mal, das Niveau nicht ganz zu verlieren. Was schlussendlich bei rauskommt, das weiß ich nicht. Das muss man dann sehen, wie hoch die Belastung ist. Und dann ist aber eigentlich eher alles darauf ausgerichtet, 2:15 ist experimentieren und dann für 2:16 wieder wirklich fit zu sein. Okay, dann wünschen wir dir schon mal viel Erfolg für die Hallensaison und dann auch im Anschluss für dein Staatsexamen. Danke.